Spätestens seit den Aufmärschen in Chemnitz. Chemnitz vergangene Nacht. Demonstranten randalieren, es gibt 20 Verletzte. Redet ganz Deutschland wieder über den rechten Osten. Der Holocaust, das war kein Thema. Darüber wurde nicht gesprochen, das wurde nicht aufgearbeitet. Aktuell würden 27% der Wähler in Ostdeutschland die AfD wählen. Also in die AfD reingekommen bin ich selber aus Frust. Zum Vergleich im Westen sind es nur 14%. Überrascht dich das? Nö, ich finde das traurig. Und mich schockiert das auch ein bisschen, aber überraschen tut mich das nicht. Aber warum gibt es ausgerechnet im Osten diese Tendenz nach rechts? Das will ich rausfinden und deswegen starte ich das große Mauerfall-Quiz. Und zwar in Leipzig. Ich habe mir Studien rausgesucht zu Unterschieden von Ost und West und will wissen, ob die was mit der Tendenz nach rechts zu tun haben könnten. Hallo, ich spiele so ein Mini-Ost-West-Quiz. Wie hoch ist denn wohl die Arbeitslosenquote in Ost und in West? Also im Osten würde ich sagen so, ja, 10%. 20%. 20%, so hoch? Und im Westen 3. Von der Tendenz hattest du recht, aber so krass ist es nicht. Also im Osten 6,5%, so im Westen 4,7%. Okay. Wie viel verdient jemand im Osten, der Vollzeit arbeitet, weniger im Schnitt als jemand im Westen? So im Schnitt 500 Euro sind es schon. Ich schätze um 600 bis 700. Es sind sogar noch mehr. Es sind tatsächlich bei einem Vollzeitbeschäftigten 1000 Euro brutto im Monat. Das ist sehr erschreckend. Ungerecht. Welche Konsequenzen glaubst du denn hat das, dass es diese Unterschiede gibt? Natürlich eine steigende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar auch. Es haben einfach viele das Gefühl, denke ich, dass auch ein bisschen alleine gelassen werden. Bei uns geht es unter anderem auch um so politische Themen und wo ja auch so rechte Tendenzen im Osten vielleicht kommen können, die es ja auch gibt. Ja, kennt man das Thema von letztens mit Chemnitz? War das Chemnitz? Chemnitz waren diese Aufmärsche. Ja, genau. Das zum Beispiel. Zur Erinnerung, Ende August wurde in Chemnitz ein Mann erstochen, die mutmaßlichen Täter sind Geflüchtete. Das löste jede Menge Proteste aus. Dabei kam es teilweise zu Übergriffen von Rechtsextremen auf Migranten. Obwohl es ja nicht unbedingt rechts war, was im Endeffekt sich rausstellte, sondern einfach nur von einer, ich nenne es mal, von der medialen Ebene her so publiziert wurde. Ich habe auch viele Freunde, die sind tatsächlich bei dieser Chemnitz-Sache dabei gewesen. Die haben aber eigentlich keine radikale Einsicht. Also die sind einfach nur wirklich der Meinung, dass hier was falsch läuft und die wollten ja nur ein Zeichen setzen. Also es sind ja nicht alles Rassisten, die da wirklich dabei waren. Das sieht der, den ich jetzt treffen will, anders. Sachsen auf dem Land, das ist hier schon eine andere Nummer. Ich bin gerade auf dem Weg ins Dorf der Jugend, das ist ein Jugendprojekt. Und der verantwortliche Jugendsozialarbeiter, der sagt zum Beispiel über den Hashtag Wir sind mehr. Dieser Hashtag ist eigentlich Quatsch. Wir hier auf dem Land sind nicht mehr. Ja. Hört sich für mich krass an, wie er das genau meint, das soll er mir jetzt erklären. Hallo. Hallo. Tobias, Sebastian, ja. Hi. Ja, grüß hi. Dich. Tobias arbeitet im Dorf der Jugend. Hier kommen Leute hin zum Sprayen, Sport machen, Musik hören oder um sich um soziale Projekte zu kümmern. Ich habe heute Morgen in Leipzig mit Leuten darüber gesprochen, wie sie zum Beispiel diese Aufmärsche in Chemnitz sehen. Ja. Und da sagen beispielsweise Leute, ja, das waren ja längst nicht alles Rechte, die da marschiert sind. Und es wird eher aufgebauscht, das Thema, von den Medien. Ja. Wie siehst du das? Also es mag sein, dass das nicht alles Rechte waren, die dort mitmarschiert sind, aber in dem Moment, wo man es einfach toleriert und wegsieht, wenn neben eben Leute in Hitlergruß zeigen und irgendwelche Parolen rufen wie frei, sozial, national, in dem Moment verurteile ich die Menschen, die da einfach sehenden Auges mitlaufen, ebenso wie die, die den Hitlergruß zeigen. Das ist für mich, das trenne ich dann auch nicht mehr. Ist das so eine vielleicht typische Haltung oder was hier oft vorkommt, dass die Leute sagen, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm mit den Rechten und so, das wird übertrieben. Gerade unter den Erwachsenen hat es, denke ich, viel mit der DDR auch zu tun, wie die Leute aufgewachsen sind. Der Holocaust, das war kein Thema. Darüber wurde nicht gesprochen, das wurde nicht aufgearbeitet. Die DDR hat quasi gesagt, bei uns gibt es keine Faschisten und keine Nazis. Für die waren das alles nur aufmüpfige Jugendliche. Also die haben das als ein sogenanntes Rowdytum halt abgetan. Ich habe in einem Interview mit dir gesehen, dass du über den Hashtag Wir sind mehr gesagt hast. Ja. Wir sind hier bei uns gar nicht mehr. Ja. Wie hast du das gemeint? Dass wir real in den ländlichen Gegenden von den Leuten, die sich für eine offene Gesellschaft, für freiheitliche, demokratische Werte halt einsetzen, einfach real nicht mehr sind, sondern dass das alles auf wenigen Menschen lastet, die das halt am Leben halten und die das aufrechterhalten. Tobias sagt,
Hier gibt es viel zu wenig Freizeitangebote für junge Leute. Und das ist gefährlich. Und wenn es halt keine Alternative gibt, wie halt eben ja, Angebote, die sie wahrnehmen können, dann ist quasi der Weg zu einer identitären Bewegung oder zu einer Jugendorganisation, damals von der NPD und die ganzen Kameradschaften und jetzt von der AfD, die Jugendorganisation, die es da gibt, dieser Schritt ist ein ganz kleiner. Das heißt, hier ist es also leichter, sich quasi einer radikalen Bewegung anzuschließen, so aus dem politisch-rechten Spektrum, ja, als irgendwas anderes zu machen. Ja. Also, ja, klares Ja. Ja. Schon krass. Aber es muss doch noch mehr Gründe geben, warum zum Beispiel die AfD im Osten so beliebt ist. Und ich will wissen, welche. Deswegen habe ich mich mit Jenny verabredet. Sie war stellvertretende Vorsitzende der Junge Alternative in Brandenburg. Die AfD wurde ihr aber schnell zu radikal. Jenny verarbeitet diese Zeit in ihrem politischen Podcast. Wenn Nichtwähler wählen gehen, das erste Mal seit Jahren, dann wählen sie nicht die CDU oder die SPD oder die Linke. Nicht in Brandenburg. Die werden die AfD wählen. Aber warum eigentlich? Da kommt die Jenny schon. Sebastian, vielen Dank, dass das klappt. Kein Problem, obwohl ich bin gesundheitlich nicht nur ein bisschen angeschlagen. Aber ich auch. Deshalb holen wir uns jetzt erstmal einen heißen Tee. Jenny war früher hier in Jüterbog bei der CDU in der Lokalpolitik aktiv. Doch dann wechselte sie zur AfD. Erklär mir doch bitte noch mal genauer, warum du damals überhaupt von der CDU in die AfD eingetreten bist. Ich war sehr frustriert mit der Art und Weise, wie in der CDU Politik gemacht wird. Ausschlaggebend für mich war auch dann 2015, das Thema Flüchtlinge war schon akut. Die Kommunen sollten ja Menschen aufnehmen. Ja. Und das Problem war aber die Finanzierung. Uns hat keiner gesagt, wie das zu finanzieren ist und wo das Geld herkommt und wie wir das alleine stemmen sollen. Und meine Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten der CDU hatten nichts Besseres zu tun, als Pressemitteilungen rauszugeben, wie toll das denn alles sei. Das fand ich halt sehr ungerecht. Mhm. Und ich fand es auch ein bisschen überheblich. Und dann hast du irgendwann den Entschluss gefasst, jetzt gehe ich zur AfD. Das war wirklich eher so eine Art Stinkefinger gegen die CDU, weil ich dachte, ich war wirklich frustriert. Wie erklärst du dir denn, dass gerade im Osten die AfD so erfolgreich ist? Also das Protestpotenzial ist halt da. Mhm. Und da sind die Leute früher zur Linken gegangen und dann sind sie als Protestpartei sozusagen weggefallen, weil sie jetzt in der Regierung sind. Und jetzt fühlen sie sich von der Linken verraten und gehen halt zur AfD. Also im Osten geht die AfD auch damit hausieren, dass sie eben soziale Themen auf den Fahrplan setzen will. Mhm. Bernd Höcke? Heißt der Bernd? Bei der Heute-Show heißt er Bernd, aber er heißt tatsächlich Björn. Björn Höcke geht ja auch vor allem im Osten damit hausieren, dass er zum Beispiel Rentensystem modernisieren will mit mehr Rente für alle. So eine Grundrente, die wesentlich höher ist als das, was zum Beispiel die SPD anbietet. Das sind so halt Sachen, die ziehen dann auch. Mhm. Komisch, dass das hier so gut ziehen soll. Denn Jüterbog sieht überhaupt nicht so aus, als wären die Leute hier schlecht dran. Das schaut doch echt nett aus. Es sieht richtig nett aus. Die haben hier richtig Geld reingesteckt. Aber der Schein trügt. Gerade junge Leute haben es hier schwer, sagt Jenny. Meine Schwester war hier zum Beispiel bei einem Arzt angestellt als Arzthelferin. Mhm. Der Verdienst unter 1000 Euro. Das ist jetzt nichts, wenn man Anfang, Mitte 20 ist, was in der Gegend auch dazu führt, dass man sich eine Familie anschaffen kann, weswegen sie den Job dann aufgegeben hat und jetzt in Berlin arbeitet. Mhm. Ist das so der typische Weg von vielen jungen Leuten, dass die dann irgendwann feststellen, na, so richtig habe ich hier keine Perspektive und dann gehen sie weg? Also ich kenne fast keinen, der hier geblieben ist. Die Frustration kommt halt auch daher, dass man sich ein bisschen zurückgesetzt fühlt. Also ich hatte dieses Erlebnis, ach, du bist ja im Osten sozialisiert, so als wäre ich ein Kommunist oder so und als gäbe es hier keine Farben oder als würde ich nicht wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Mhm. Du fühlst dich halt beleidigt. Also so ein bisschen so ein Ungerechtigkeitsgefühl und gleichzeitig aber auch sowas wie, ja, weiß ich nicht, fast so ein bisschen so wie so ein Minderwertigkeitsgefühl. Ja, man wird halt minderwertig behandelt. Ja. Und daher kommt das dann halt auch. Und ich glaube, das hängt dann auch mit dem Lohn zusammen, weil der bestätigt ja dann wieder, dass man minderwertig ist. Mhm. Über all diese Dinge mache ich mir ehrlich gesagt in München kaum Gedanken. Und auch bei meinen Freunden in Hamburg, Frankfurt oder Köln ist das alles kein Thema. Hast du das Gefühl, dass die ostdeutschen Bundesländer ganz grundsätzlich ein
größeres Problem haben mit Rechtsradikalismus oder zumindest Tendenzen dorthin? Ich glaube, wir haben ein Problem mit Demokratieverständnis. Oder wie wir uns Demokratie so vorstellen. Was es einfacher macht, angreifbar zu sein für antidemokratische Tendenzen. Mhm. Also von rechts vor allem. Das ist das, was jetzt hochgekommen ist. Könnte man aber auch von links sagen. Also im Großen und Ganzen alles das, was antidemokratisch ist. Die Demokratie hier ist nicht verbunden mit einem wirtschaftlichen Aufstieg. Mhm. Ganz im Gegenteil. Dann eher mit einem Abstieg. Mit einem Abstieg. Das macht es eben gefährlich. Weil Demokratie ist ja nur eine Art und Weise, wie wir politisch leben. Und wenn ein Großteil der Bevölkerung sagt, hier sehe ich keinen Vorteil mehr, probieren wir doch was anderes, dann ist das ganz schnell vorbei. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Hoffnung ist das Wichtigste. Ja. Und was ich auch hoffe, ist, dass ihr hier ein Abo dalasst für unseren Kanal. Dann könnt ihr regelmäßig solche Reportagen anschauen. Zum Beispiel so eine wie diese. Da haben die Ari und ich geschaut, wie es ist, als Polizist und Polizistin zu arbeiten.